Was geht ab, Freunde, und willkommen zu einem neuen Hige-Video. Man sieht in Filmen manchmal richtig coole Plätze und denkt sich, Mann, wäre es cool, wenn es diesen Ort auch in echt gibt. Was viele allerdings nicht wissen, dass diese Orte in den Filmen meistens aus echten Orten inspiriert worden sind. Und deshalb habe ich jetzt für euch 10 erfundene Plätze, die es in Wirklichkeit gibt. Also in real life. Genug geredet, Freunde, fangen wir an für die Boys. Let's go! Platz Nummer 1, das Ewok Village. Dieses Dorf gibt es tatsächlich wirklich auf unserem Planeten, nämlich in Costa Rica. Natürlich ohne die Ewoks. Leider. Diese süßen Dinger. Diese Baumhausgemeinschaft heißt Tinkabella Vista und umfasst 300 Hektar des Regenwaldes. Das ist eine sehr große Menge an Regenwald, Freunde. Die Baumhäuser sind mit Seilen und Brücken miteinander verbunden, genau wie im Star Wars Film. Mega nice, oder nicht? Ich würde da so gern mal hin. Costa Rica. Nummer 2. Familie Feuersteins Haus. Jeder sollte eigentlich Familie Feuerstein kennen. Zumindest alle 90er Kids. Ein sehr cooler alter Cartoon und ja, dieses Haus von denen gibt es auf unserem Planeten in echt. Nämlich in Malibu in Kalifornien. Da wohnt by the way auch Charlie Sheen aus Two and a Half Men. Okay. Dieses Bungalow kostet 1,25 Millionen Dollar und ist komplett aus Stein. Auch die Innenausstattung ist aus Stein. Krass. Würdet ihr dort wohnen? In einem Haus komplett aus Stein? Ob das Bett auch aus Stein ist? Nummer 3. Tatooine. Tatooine ist der Planet in Star Wars, in dem Luke Skywalker aufgewachsen ist. Es gibt eine Stadt im Süden Tunesiens, welche ebenfalls Tatooine heißt. Und nicht nur das, Freunde. Die Häuser, Hotels und Geschäfte dieser Stadt wurden im Star Wars Film verwendet. Ich finde sowas richtig nice. Kommen wir zum nächsten. Mittelerde. Die Inspiration für Mittelerde bekam der Autor J.R.R. Tolkien. Oh shit, ich hoffe, falsch, sorry. Flamed mich ruhig. Auf jeden Fall, die Inspiration für Mittelerde bekam er von den Orten in England, wo er aufgewachsen ist. Isengard basiert zum Beispiel auf die University of Birmingham. Das Auenland basiert auf das kleine Dörfchen, in dem er aufgewachsen ist. Und Mordor basiert auf ein Gebiet mit dem Namen Black Country, also schwarzes Land. Und es heißt so, weil dort der Himmel und der Boden schwarz gefärbt worden sind durch die Kohleminen und Eisenfabriken dort. Traurig, was wir Menschen so machen. Nummer 5. Silent Hill. In Pennsylvania gibt es eine Stadt mit dem Namen Centralia. Und das ist eine Real-Life-Geisterstadt, Freunde. Dort gab es mal über 1000 bewohnte Häuser. Jetzt allerdings nicht mehr, denn die Stadt wurde verlassen, weil die Streifenmine unter dem Dorf Feuer fing. Welches, by the way, immer noch brennt. Unter dem Dorf gibt es eine Mine, die brennt seit 50 Jahren. WTF. Und die Macher des Films Silent Hill sind dort hingefahren, um Ideen zu sammeln und sich inspirieren zu lassen. Und sie waren sehr davon verblüfft, dass das Dorf von unten aus dampfte, als wäre es das Tor zur Hölle. Wer hat Bock, dorthin zu fahren? Nummer 6. Canyon City. In Indiana Jones und der letzte Kreuzzug gab es ja so eine Steinstadt. Diese Stadt basiert auf einer echten Stadt. Das ist nämlich die verlassene Felsenstadt Petra. Petra, keine Ahnung. Okay. Schaut euch mal dieses Wunderwerk an. Es gibt dort sogar eine Kirche, ein Theater und sogar eine Bank. Mega nice. Nummer 7. Bambuswald. In dem Film Tiger and Dragons gibt es eine Schwertkampfszene über einem wunderschönen Bambuswald. Und diese wunderschönen Bambusbäume, aka sogar den ganzen Wald, gibt es in der Nähe von Kyoto wirklich. Und sehr viele haben behauptet, dass dieser Bambuswald in echt noch viel, viel schöner aussieht. Da bekommt man doch Lust, nach Japan zu fliegen. Wer hat Bock, mit mir nach Japan zu fliegen? Jetzt sofort. Das kommt auf jeden Fall auf meine Bucketlist, diesen Bambuswald mal zu sehen. Nummer 8. Arkham Asylum. Das ist eine gruselige Psychiatrie aus dem DC-Universum, kommt sehr oft in Batman vor. Und ja, auch dieses Meisterwerk gibt es in echt. Das Denver State Hospital in Massachusetts. Das ist so schwer auszusprechen. Gebaut wurde es in 1874 und war Inspiration für das Arkham Asylum in Batman. Es sieht sogar sehr ähnlich aus. Creepy. Kommen wir zum vorletzten. Paradise Fall. Kennt ihr den Film Oben?
von Pixar oder Disney, ich bin mir gerade nicht sicher. Es gibt dort doch so eine wunderschöne Stelle mit einem Wasserfall an einer Klippe. In Venezuela gibt es eine sehr identische Stelle, ebenfalls mit einer Wasserfallklippe, mit dem Namen Angel Falls. Richtig nice, dort will ich auch mal hin. Das ist aber noch nicht alles, denn sogar das Haus von oben basiert auf ein echtes Haus. Und das war immer noch nicht alles, sogar Karl existiert wirklich. Wow! Nummer 10 und der letzte Ort, die Roslin-Kapelle. Diese Kapelle ist aus dem Buch The Da Vinci Code. Aber nicht nur die Kapelle wurde übernommen, sondern auch die Story, dass irgendwo in dieser Kirche der Heilige Gral versteckt worden ist. Diese Kapelle ist, by the way, in Schottland. Wisst ihr, was noch in Schottland ist? Ihr denkt wahrscheinlich an das Loch Ness-Monster. Ich denke an diese coolen Röcke hier. Nice, oder? Juhu! Ja, Freunde, das war's mit dem Video. 10 erfundene Orte, die es in echt gibt. Es gibt echt creepy Sachen auf unserer Erde und auch wirklich schöne Plätze. Und dank diesem Video habe ich jetzt eine Menge Plätze gefunden, die ich nochmal sehen will, bevor ich sterbe. Wenn es euch genauso geht, Freunde, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, teilt es mit der gesamten Welt, folgt mir auf Twitter und Instagram, Freunde. Wir sehen uns. Bis dahin. Peace!